Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Book of Unwritten Tales. Unserem wundervollen kleinen Abenteuer mit Wilbur Wetterquarz. Momentan undercover unterwegs als Herr Unterberg. Nee, irgendwie so. Ich weiß nicht mehr, wie wir uns genannt haben. Egal. Ja, lang ist es her, dass ich es letztes Mal aufgenommen habe, aber ich weiß mit einem Blick, weiß der Kenner bereits, was wir zu tun haben. Wir haben es endlich geschafft, den alten Zocker hier von seinem PC zu kriegen. Etwas, was bei mir noch Ewigkeiten dauern könnte. Und jetzt soll er uns zum Magier ausbilden. Aber bevor wir überhaupt zugelassen werden zu dieser wunderschönen Magier-Ausbildung, möchte er von uns drei Sachen haben. Erstmal müssen wir uns einen Zauberumhang besorgen. Aus magischem Stoff gewebt. Danach müssen wir dafür Sorgen tragen, dass wir einen Zauberstab haben. Und ich glaube, zu guter Letzt benötigen wir noch einen Sack voll Gold. Ja, diese ganzen Sachen sind etwas schwierig zu bekommen. Kleiner Funfact nebenbei, ich sehe gerade diese Tafel hier zum ersten Mal, denn das Spiel habe ich damals auf meinem alten 4:3-Bildschirm gespielt. Und irgendwie war das Ganze dann hier abgeschnitten, komplett. Deswegen gucken wir uns die Tafel direkt erstmal an. Vielleicht ist sie mit magischer Kreide beschrieben. Sie ist leer. Aber sie hätte mit magischer Kreide beschrieben sein können. Okay, das Bücherregal. Ich würde einiges dafür geben, in diesen Büchern zu lesen. Aber das dürfen bestimmt nur Schüler. Das ist eine Art Kochnische. Es gibt jede Menge Zutaten, die man im Kochtopf zusammenrühren kann. Sehr schön. Mehr können wir da noch nicht betrachten. Oh, ein seltsamer Spiegel. Was ist das? Ist das ein Spiegel? Ich kann mich in ihm nur schemenhaft erkennen. Interessant, ein Schultisch. Oh, da muss ich lernen. Wie viele junge Menschen hier wohl schon zu Zauberern ausgebildet wurden? Drei. Ui. Ja, drei, das ist ja voll toll. Ein geschorenes Schaf, glaube ich. Ein geschorenes Schaf. Sehr nett. Okay. Unter dem Kopf hängt ein Holzschild mit einem Spruch. Das Schaf, der beste Freund des Magiers. Es beschützt uns, es hält uns warm. Sehr nett. Ui. Ja, hier sind sehr viele Schafe zu sehen, das muss man schon mal sagen. Eine schöne Kristallkugel auf einem kleinen Ständer. Sie sieht für mich völlig durchsichtig aus. Kein Nebel, kein brennendes Auge und keine Zukunftsvisionen zu sehen. Ein ranziger Karton mit einigen seltsamen Gegenständen. Die meisten sind ziemlich verstaubt. Naja, guck doch mal rein. Vielleicht. Meister Markus, was sind denn das für Sachen in diesem Karton? Ah, das ist nur alter magischer Krempel. Bedien dich. Oh, das ist ja nett sehr von ihm. Gut. Danke. Hier ist eine Nadel und etwas Garn. Oh, alter magischer Kram. Eine magische Nadel. Und hier Nadel. Sind drei kleine Glaskolben mit farbigen Tränken. Alle mit Korken verschlossen. Der Rest scheint wirklich nur Krempel zu sein. Okay. Yay, Nadel und Faden, voll magisch. Und Trank, okay, was hätten wir hier? Ein Lebenstrank, ein Mana-Trank und ein Stärketrank? Keine Ahnung. Das gucken wir uns gleich mal an. Erstmal reden wir nochmal ganz kurz mit Meister Markus. Meister Markus? Ja? Ja, mag man sagen, diese Brille. Diese Brille. Haben Sie nicht vielleicht noch eine alte Robe, die ich tragen könnte? Mit Sicherheit nicht in deiner Größe, kleiner Mann. Außerdem ist es Tradition, dass sich angehende Magier ihre erste Robe selbst schneidern. Kannst du das? Natürlich. Ich war immer gut in Handarbeiten. Das ist gut. Du kannst dir nicht vorstellen, wie albern viele Magier mit ihren selbst geschneiderten Roben aussehen. Oder ohne, wenn ein Windstoß kommt. Ohohoho. Magierroben müssen aus einem besonderen Stoff geschneidert werden. Magiegewirktem Stoff. Magie! Er schützt dich vor vielen einfachen Zaubern und Flüchen. Aber dafür kann er auch nur mit einer magischen Nadel genäht werden. Also ich brauche magiegewirkten Stoff sowie Nadel und Faden. Das ist klar. Und ich brauche ein Schnittmuster. Immerhin kenne ich mich mit Magierroben nicht aus. Magie, überall Magie. Okay, wir brauchen also ein Schnittmuster und magischen Stoff. Magische Fadel, Nadel und Faden haben wir ja schon. Zauberstab. Kann ich hier in der Schule einen Zauberstab kaufen? Oder wo gibt es die?
Man kann nicht einfach irgendeinen Zauberstab kaufen. Der Stab muss zum Zauberer passen, verstehst du? Der Stab sucht den Zauberer aus, nicht umgekehrt. Ist ja gut. Frag mal Jorge, den Krämer, ob er ein paar Stäbe da hat. Es sind in letzter Zeit eine Menge gute Zauberer umgekommen. Vielleicht hast du Glück. Ja, ist ja gut. Ich bin so ein armer Gnom. Woher soll ich nur einen Haufen Gold bekommen? Wenn ich wüsste, wo hier in der Gegend Goldhaufen herumliegen, dann hätte ich mir selbst schon den einen oder anderen geholt, oder? Kann ich meine Schuld nicht vielleicht bei Ihnen abarbeiten, nachdem Sie mich als Schüler aufgenommen haben? Ha! Mit ehrlicher Arbeit kann ein Gnom nicht so viel verdienen. Nein. Soll ich es etwa stehlen? Zwischen ehrlicher Arbeit und Stehlen gibt es noch viele Abstufungen. Nimm Wuppermann, den Schausteller. Er ist sehr reich. Und das ohne je gearbeitet zu haben. Und ohne jemals gestohlen zu haben. Wie geht das? Er kennt die Torheit der Leute und nutzt sie aus. Frag ihn. Wie finde ich ihn? Sein Wagen steht draußen auf den Auwiesen. Hier, nimm das. Yay. Eine Postkarte? Karte. Sie zeigt dir die wichtigsten Punkte hier in der Nähe an. Du kannst sie benutzen, um schnell von einem Ort zum anderen zu kommen. Yay, eine Schnellreisekarte. Was ist das für ein Spiegel? Dieser Spiegel dort. Was hat es damit auf sich? Oh, das ist ein ganz besonderer Spiegel. Es ist ein magischer Spiegel. Was sagt er eigentlich? Sagt er einem, wer die Schönste im ganzen Land ist? Nein, nein, nichts dergleichen. Es ist, wie soll ich sagen, es ist ein Tor zu einer anderen Welt. Zum Wunderland? Nicht ganz. Es ist ein Tor zum Reich der Toten. Na, das ist das Wunderland. Reich der Toten? Ja, so heißt es. Natürlich weiß das niemand so genau. Kein lebendes Wesen kann durch den Spiegel gehen. Nur Geister sind dazu in der Lage. Und davon gibt es hier nicht viele. Können sie auch rauskommen? Naja, solange ich den Spiegel habe, ist noch nie jemand rein oder rausgegangen. Okay, eine schöne Brille. Was tragen Sie denn da für eine schöne Brille? Ach das. Das ist eine magische Brille. Damit können wir Magier unsichtbare Geheimschriften lesen. Sowas gibt's? Freilich. Viele Magier sind sehr misstrauisch und hüten ihr Wissen wie einen Schatz. Und was lesen Sie da? Kleinanzeigen im magischen Wochenblatt. Ui. Magisches Wissen. Ich gehe dann mal und besorge alles, was ich brauche. Klar, wenn du meinst. Hau rein. Wir verschwinden hier erstmal. Du. Was ist denn da los? Wow. Ein super Schurke. Ein super Schurke ist gut. Ich krieg dich noch. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, früher oder später bist du dran. Mann, regt er sich auf. Na, mein Freund, was geht ab? Hallo, Herr Krämer. Du, warum ist diese Ratte noch am Leben? Ich arbeite dran. Also schön. Was willst du? Ach ja, stimmt. Wir sollten ja für den Krämer den Maske, den König der Diebe töten. Wenn's sein muss. Stimmt, da war ja was. Der König der Diebe. Wetten, ist jetzt da drin in der Kanalisation? Irgendwo dort in der Kanalisation hat der König der Diebe sein Reich. Aber ich bin viel zu groß, um durch das Loch zu passen. Na gut, kümmern wir uns ein andermal drum. Was haben wir denn noch alles, meine Herren? Eine Fiole mit einem roten Trank. Ich habe keinen Schimmer, was er bewirkt. Okay, benutzen wir den nochmal. Ich soll einen Trank trinken, von dem ich nicht weiß, was er tut? Ja. Andererseits, was soll schon passieren? Genau, was soll schon passieren? Nichts. Stimmt, da ist wirklich ein nichts passiert. Ein blauer Trank in einer kleinen Fiole. Keine Ahnung, was er bewirkt. Trink es! Vielleicht hat der zweite Trank irgendeine Wirkung. Wuhu! Seltsam. Wieder nichts. Doch, Moment. Alles dreht sich leicht. Vielleicht war das Alkohol. Hoffentlich nicht. Ich darf noch kein Alkohol trinken. Oh, ja, guckt so. Geht wieder.
Okay, ein letzter Trank. Ich habe keine Idee, was er bewirken könnte. Also für mich ist das gelb. Ich kann das eigentlich farben. Ich trinke aber nur einen winzigen Schluck, falls es wieder Alkohol ist. Ne. Hey, alles wird größer. Oh mein Gott, ab. Endlich mal ein sinnvoller Trank. So, jetzt ab. Also schön. Jetzt ab in die Kanalisation. Ich bin beinahe klein genug, um in die Kanalisation zu kommen. Aber eben noch nicht ganz. Dann trink ihn nochmal. Die Welt ist noch nicht groß genug. Also ein weiterer Schluck. Stimmt, die Welt wächst auf jeden Fall. Ein Weltwachstrank. Nichts. Dieser Trank scheint die Welt nur auf eine bestimmte Größe zu vergrößern und dann nicht weiter. Ha. Das ist komisch und ein bisschen... hier ein automatisch wieder größer. Scheibenkleister, wie kommen wir denn da? Egal, dann kümmern wir uns erstmal um andere Sachen. Und schauen, ob wir irgendwie anders weiterkommen. Was haben wir denn hier? Ah, das Kaninchen. Egal, lasst uns erstmal auf die Karte gucken. Na, Karte. Okay, die untere Stadt und auf die Auwiesen können wir. Oh, was ist das denn hier? Egal. Gehen wir erstmal hier rüber zu den Auwiesen. Das wird wahrscheinlich der Wuppermann sein, ne? Gucken wir uns erstmal die Sachen hier ein bisschen an. Auf dem Rad gibt es insgesamt 16 verschiedene Felder. 4 Farben und 4 Symbole in jeder möglichen Kombination. Ich sehe keine Symbole, aber egal, ein Käfig. Der Käfig ist mit Stroh ausgelegt. In ihm liegen einige Taubenfedern und jede Menge, naja, was Tauben halt so hinterlassen. Okay, nimm dir eine Taubenfeder. Yay. Ich nehme nur eine Feder. Eine große, unbeschmutzte. Sehr schön. Ein leerer Käfig, wie es scheint. Auf dem Schild steht Siggi, das unsichtbare rosa Eichhörnchen. Bissig, bitte Abstand halten. Sehr gut. Siggi geht es gut. Denke ich. Okay. Wundervoll. Das Haarig... Oh Gott, das bewegt sich, ne? Ein Käfig mit Haaren? Hier ist ein kleines Schildchen. Bertram, der dickste Hamster der Welt. Ui. Oh Gott, ist das traurig. Ich weiß nicht, ob Bertram wirklich der dickste Hamster der Welt ist. Ich vermute aber, dass er auf jeden Fall vorne dabei ist. Okay, was haben wir denn noch Schönes anzugucken? Den Wohnwagen. Ein Palast eher, wa? Ui, der Wagen ist wie ein Haus auf Rädern. Ist bestimmt nicht billig gewesen. Welches Pony auch immer diesen Wagen zieht, ich würde mich nicht auf eine Schlägerei mit ihm einlassen. Kluge Entscheidung. Eine Kristallkugel. Ob der Schausteller damit wirklich in die Zukunft sehen kann? Na, fragen wir ihn doch mal. Hohoho. So. Hallo. Hallo. Entschuldigen Sie bitte. Nanu, ein junger Gnom und auch noch mit hervorragenden Manieren. Was treibt dich denn hierher? Mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Ich komme aus dem Weißkammgebirge und muss den Erzmagier sprechen. Wohl ein junger Wilbur. Ich bin Francis der Erstaunliche. Was kann ich für dich tun? Renz ist dir erstaunlich. Da steht Wuppermann, du lügst doch. Sind Sie der Schausteller, von dem Meister Markus mir erzählt hat? Ich weiß nicht, von was für einem Schausteller dir dein Meister Markus erzählt hat. Aber ich bin auf jeden Fall einer. Francis Philipp Wuppermann, mein Name. Man nennt mich auch Francis den Erstaunlichen. Aber meinen kleinen Jahrmarkt hier betreibe ich nur noch nebenbei. Vor allem bin ich Wahrsager. Ich verstehe mal Francis. Francis, seien sehr reif. Stimmt es, dass Sie sehr reich sind? Warum fragst du? Willst du mich ausrauben? Haha. Als Wahrsager müssten Sie doch wissen, ob ich Sie ausrauben möchte, oder? Du gefällst mir. Natürlich weiß ich es. Ich glaube, nein, du willst mich nicht ausrauben. Aber was willst du dann?
Ich will dich ausrauben. Ich brauche einen Haufen Gold, um in der Zauberschule aufgenommen zu werden. Einen Haufen Gold? So, so. Ich habe so viel Gold hier. Aber das ist der Hauptpreis beim Glücksrad. Das kann ich dir nicht so einfach geben. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Okay, darf ich mal Glücksrad spielen? Darf ich vielleicht einmal Glücksrad spielen? Aber sicher. Wie funktioniert das? Wie du siehst, gibt es verschiedene Farben. Rot, Gelb, Grün und Blau. Du sagst mir, auf welcher Farbe das Rad stehen bleiben wird. Schaffst du das dreimal hintereinander, gewinnst du den Jackpot. Ist es nicht ziemlich unwahrscheinlich, dreimal hintereinander die richtige Farbe zu raten? Wäre es einfach, wäre der Hauptpreis auch kein Sack Gold. Also gut. Oh Gott. Welche Farbe willst du? Wie ging das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Es wird ein grünes Feld sein. Also gut, los geht's. Nein, komm. Ja. Ah, das war leider völlig daneben. Willst du es noch einmal versuchen? Nee, lass mal, ich gewinne das sowieso. Die Gewinnchance ist deutlich zu gering für mich. Wie du meinst. Du kannst es gern später nochmal probieren. Oh, irgendwas wusste man da. Ach Gott, später erst. Okay. Das heißt, wir reden nochmal mit dir. Hallo. Wilbur, was kann ich für dich tun? Können Sie wirklich die Zukunft voraussagen? Natürlich. Leute aus dem ganzen Land fragen mich um Rat. Und ich gebe ihnen gute Tipps für gutes Gold. Und was wollen die Leute wissen? Sie wollen zum Beispiel wissen, ob der Preis für Brot steigen wird. Dann sage ich ihnen, ja, der Preis wird steigen. Dann kaufen sich alle Vorräte und der Preis steigt tatsächlich. Faszinierend. Oder die Frauen wollen wissen, welche Farbe die Farbe der nächsten Saison sein wird. Ich weiß es immer. Wenn Sie also sagen, im nächsten Jahr werden alle Frauen grüne Kleidung tragen. Dann tragen alle grüne Kleidung. Sie müssen ein sehr guter Wahrsager sein. Oh, Wilbur. Würde man mir sonst so viel Gold für meine Vorhersagen zahlen? Oh, Wilbur, ey. Oh, diese Mann. Käfige, was hat es mit denen auf sich? Oh, früher gehörten die Tiere zu meinem Jahrmarkt. Aber seit ich mein Geld mit Vorhersagen verdiene, sind sie nur noch mein Hobby. Außer die Tauben natürlich. Was ist mit den Tauben? Die Tauben bringen meine Prophezeiungen ins ganze Land. Ich arbeite fast nur für Leute, die ich nicht persönlich kenne. Warum das? Naja, wie soll ich sagen? Sollte eine Prophezeiung vielleicht doch einmal nicht eintreten, dann ist es doch besser, weit weg zu sein, oder? Eine sehr kluge Entscheidung, mein Freund. Okay, der Bertram. Sagen Sie mal, Ihr Hamster, der Bertram, ist der nicht ziemlich dick? Natürlich. Es ist sogar der dickste Hamster der Welt. Aber ist der Käfig nicht viel zu klein für ihn? Nein, Bertram mag's gemütlich. Und er bewegt sich eh nicht sonderlich viel. Wie sollte er auch? Das Eichhörnchen ist nicht nur unsichtbar, sondern auch ziemlich still, oder? Vielleicht schläft es. Ja, vielleicht. Sie sind sich sicher, dass da ein Eichhörnchen drin ist? Aber selbstverständlich. Es ist das einzige unsichtbare rosa Eichhörnchen in Gefangenschaft. Sie sind sehr selten. Oh, okay. Ich gehe dann mal. Okay. Dass du wiederkommen wirst. Bis dann. Das ist mir zu blöd. Ich gehe weg. Tschüss. Nein, warte. Ach, egal. So, okay. Was haben wir denn? Das Klebeband, ein Ring, eine Karte, Weltvergrößerungskrank und Taubenfeder. Wie kommen wir hier rein? Das ist die Frage der aller Fragen. Du kannst uns wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen.
Also schön. Nee, da passen wir halt nicht rein, ne? Wir können nicht nochmal trinken. Ach Mann. Ich bin beinahe klein. Was machen wir nur? Ist vielleicht was im Eber? Nein, hier ist auch nichts mehr drin. Okay, dann gehen wir halt nochmal da rein. Hast du irgendwelche Tränke? Ein alter Stoffteddy, ein aufgerissener Lederbeutel, etwas Seife. Das interessiert mich alles nicht. Okay, okay, okay. Nimm die Kristallkugel. Na, das wollen wir doch nicht machen. Meister Markus, kann man mit der Kugel die Zukunft vorhersagen? Ach was, das ist alberner Hokuspokus. Dafür braucht man Teeblätter oder Tarotkarten. Und warum haben Sie dann die Kugel? War ein Werbegeschenk. Darf ich sie haben? Von mir aus. Yay, wir kriegen eine Kugel. Jetzt können wir die Zukunft... Ah, jetzt weiß ich wieder. Jetzt können wir die Zukunft vorhersagen mit einer Kugel. Wundervoll. Ist so nicht irgendwas hier drin, was uns kleiner macht? Fragen wir ihn mal. Meister Markus? Ja? Ich war beim Schausteller. Können Sie mir mehr über ihn sagen? Na, er ist ein schräger Vogel, ein Trickser, behauptet Magier zu sein. Oder sogar ein Wahrsager. Huh. Er nutzt die Leichtgläubigkeit der Leute aus. Vor Jahren habe ich ihm deswegen noch Vorwürfe gemacht. Aber heute nicht mehr. Warum sollte man die Dummheit der Leute nicht ausnutzen? Niemand zwingt sie, leichtgläubige Idioten zu sein, oder? Oh Gott. Ich finde es nicht richtig. Das habe ich auch nicht erwartet. Gemein. Okay. Ich gehe dann mal und besorge alles, was ich brauche. Klar, wenn du meinst. Sehr netter Mann. Okay, gut, dann würde ich mal sagen, im nächsten Part kümmern wir uns dann mal um unseren lieben Schausteller. Ich weiß nämlich wieder, was wir mit ihm machen können. Und ja, fragen wir nochmal ganz kurz den Krämer, ob irgendein Schrumpf... Hallo, Herr Krämer. Ach, du. Ich. Also. Da. Ich habe versucht, in die Kanalisation zu kommen, aber ich bin zu groß. Das hast du bestimmt noch nicht oft sagen müssen, oder? Ich hätte da was für dich. Das ist ein Schrumpfring. Er lässt seinen Träger schrumpfen. Das könnte helfen. Danke. Wie danke? Erstmal bezahlen. Ach, wissen Sie, behalten Sie ruhig den Ring. Ich kann ja nach einer anderen Möglichkeit suchen, in die Kanalisation zu kommen. In den nächsten Tagen oder Wochen wird mir schon etwas einfallen. Und bis dahin werden Sie mit dem König der Diebe schon klarkommen, oder? Also schön. Hier. Aber jetzt erledige den Nager. Okay, sehr gut. Ich muss weiter. Sehr gut. Das heißt, in der nächsten Folge erledigen wir dann den König der Diebe. Und danach kümmern wir uns um den Schausteller und dann haben wir, glaube ich, wahrscheinlich irgendwie schon alles zusammen, was wir brauchen. Wer weiß. Bis zum nächsten Mal jedenfalls. Macht es gut.